This video is brought to you by Alienware, featuring Intel Core i7 processors. Start gaming. Hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem Commander Krieger. Heute gibt es Bodenangriff, Abschuss bestätigt auf der Map Raid in Black Ops 2. Das Ganze erspielt vom Kinetics. Der hat in seinen Koffer die Zerficker-Klasse eingepackt, die Scar-H mit Schalldämpfer und Schaft. Also das ist eine Klasse, die ich ziemlich häufig lese, zusammen mit der AN-94. Genauso auch die Abschussserien Orbital-Satellit, Hunde und Schwarm, liebe Freunde. Und heute geht es auch so ein bisschen darum, um das Zerficken etc. Und das Ganze ist dadurch entstanden, dass der Cleesteps gestern unter meinem Black Ops 3 Video Folgendes geschrieben hat. Hey Krieger, ich hoffe, dein Video-Output wird wie bei Black Ops 2 sein. Also eine Woe to Commander, die war richtig nice. Und ich habe mir gedacht, hey, ja, darauf antwortet mal ein etwas längeres Kommentar. Und habe mir wirklich viele Gedanken dazu gemacht, was und wieso und warum und tralala. Und genau darum soll dieses Video handeln. Ich habe diese Antwort bei Twitter geschrieben, da erreiche ich so 30 Leute. Und um einfach nochmal 10 Leute mehr zu erreichen, weil viel mehr schauen ja meine Videos nicht, habe ich mir gedacht, mache ich daraus noch ein Video, um die anderen 10 Leute auch noch zu erreichen. So, also, liebe Freunde, ich bin der Meinung, dass so gerade eine War to Commander für mich nicht in Frage kommen kann. Ob es jetzt wirklich soweit ist oder ob ich wirklich eine mache oder nicht, das hängt natürlich noch ein bisschen vom Spiel ab, vom Spielspaß. Das kann ich jetzt noch gar nicht beurteilen, weil, hey, ich habe das Spiel auf der E3 vielleicht eine Stunde gespielt, noch nicht mal eine Stunde, habe 3 Maps gesehen, 3 Spielmodi, habe gegen 10 Leute ungefähr gespielt. Das wurde ja einmal durchgewechselt, da ich bin dann sitzen geblieben. Und so viel, ja, Erfahrung konnte ich jetzt gar nicht irgendwie großartig sammeln, dass ich sage, boah, das Spiel wird Hammer und das wird mir zusagen. Hinzu kommt, wir haben über LAN gespielt, was ja auch nochmal ein bisschen was anderes ist, als wenn du später nachher ja, richtig im Spiel zockst. Und ich habe mir auf jeden Fall überlegt, ey, dieses ganze wirkliche Tryhard geht mir richtig auf die Nüsse. Es geht mir richtig auf den Sack. Wir hatten es in einer Lobby, das war, ich glaube, Uplink war das sogar. Da war so ein, ich nenne es mal, besserer Spieler. Ich will jetzt extra nicht Pro-Gamer sagen, keine Ahnung, wo der herkam. Auf jeden Fall, es war so ein Typ, der die ganze Zeit hochgesprungen ist, sich hingelegt hat und so dieses Ganze. Und das geht halt einem schon so ein bisschen auf Nüsse. Also natürlich, es ist legitim und es ist vollkommen legal. Aber ohne Witz, und da ist mir wirklich so mal bewusst geworden, Alter, wie krass müssen die Leute ja, mittlerweile spielen. Um das einfach mal so ein bisschen für euch so ein bisschen aufzubröseln. Früher, als ich mit MW2 angefangen habe, damals, als ein Großteil von euch noch flüssig war und in der Auslage lag, also vor 5 Jahren, habe ich ja mit Modern Warfare 2 angefangen. Und das Ganze sah so aus, dass ich nachts nach Hause gekommen bin, habe im Casino gearbeitet, habe mir mein kleines Bluetooth-Headset ins Öhrchen gesteckt und habe mich, was weiß ich, ich hatte damals eine Liege vor meinem Fernseher, habe mich auf die Liege geflänzt und habe dann da ganz gemütlich gezockt, also wirklich richtig entspannt. Hatte so einen Sitzsack noch teilweise, wo ich wirklich in allen möglichen verschiedenen Gammelstellungen rumgepofft habe. Mal habe ich da drauf gelegen, mal irgendwie seitlich rumgegammelt. Es gab auf jeden Fall total verschiedene Möglichkeiten, wie ich da gezockt habe. Und wir haben wirklich, jetzt lasst mich nicht lügen, ich weiß nicht, wie oft wir gezockt haben, aber wirklich richtig, richtig krass lange haben wir gezockt. Bestimmt 4, 5, 6, 7 Stunden und ohne uns ordentlich aufzuregen, ohne irgendwas durch die Gegend zu werfen. Es hat Spaß gemacht, es hat wirklich Spaß gemacht. Natürlich wollte man gewinnen, aber es gab keine SCUF-Controller, es gab nicht diese Gamer-Brillen, Gamer-Grip, irgendwelche Millisekunden-Monitore, nicht irgendwie, was weiß ich, irgendwelche Programme, die die Leitung drosseln, kein Reverse-Boosten und den ganzen Scheiß, das gab es nicht. Nö, du bist in eine Lobby gegangen, du hast in dieser Lobby, hast du ausgehalten bis zum Gehtnimmer. Ja, es gab deine Konsole, den ranzig verschwitzten Controller mit diesen ekelhaften Schweißrückständen an der Seite, du hast den Stuhl rumgegammelt und hast gezockt. Das ist für mich, in meinen Verhältnissen, ist das in Deutschland nicht mehr möglich. Da ist nur noch die KD entscheidend, wie viele Tode hast du. Ah, dreimal gestorben, da wird geragequittet bei dem einen oder anderen schon. Das ist ja so schlecht, das ist ja total skandalös. Dann ist die Frage, wie viele Nuklear-Gameplays kriegst du hintereinander hin? Ist es die Triple, Quadro, Hexa, was weiß ich, Nuklear?
Und dieses ganze Gebäsche, auch wie dieses Gameplay, bestimmt so ein bisschen unseren deutschen Shooter-Markt, meiner Meinung nach. Natürlich sind die YouTuber auch in einer gewissen Art und Weise, ich will nicht sagen, daran schuld, weil, hey, euch gefällt es ja, aber für mich, für meinen Geschmack, ich muss ganz ehrlich sagen, keine Ahnung, also mich haut es nicht um. Ich habe von einigen Leuten erfahren, da ist sogar in der Schule, oh, ich habe gestern hier eine Double Nuklear, eine Triple Nuklear gemacht. Oh, du bist so ein Noob, ey, ich habe eine Quattro Nuklear. Da wird sich auf dem Schulhof damit gebettelt oder gebrüstet, was die Leute für eine Abschlussserie in COD haben, anstatt mal irgendwie auf den Schulabschluss zu gucken, wie viele Fehlstunden da sind oder was für eine Note ist. Ich weiß jetzt schon, schreiben wieder irgendwelche in die Kommentare. Also ich habe eine 4er KD, aber trotzdem eine 1,2er Durchschnitt. Also Leute, ohne Witz, lasst diesen Schwanzvergleich sein. Ich habe mit wirklich vielen YouTubern gesprochen auf der E3. Portugiesen, Spanier, Italiener, sogar Japaner. Bei Japanern ist es sogar so, wenn du Spawn-Traps, dann ist es unehrenhaft. Dann wirst du da total gehatet. Und die kennen das gar nicht. So dieses, hier, wie viel Nuklear-Gameplays du da erbasht hast und tralala. Das interessiert da irgendwie keinen. Das juckt die einfach nicht. Und ich muss ehrlich sagen, das würde mir, glaube ich, gefallen. Nicht, weil ich jetzt nicht den Skill habe oder so. Ich habe einfach keinen Bock, mich so dermaßen damit zu befassen. Oder? Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich möchte aus Spaß spielen und kann mich damit wesentlich mehr identifizieren, als wenn ich jetzt rumspringe, um irgendwas zu erreichen. Und ich glaube, deshalb wird es von mir auch keinen World Tour Commander geben, weil wenn ich mir andere YouTuber anschaue, wie die das Spiel schlecht reden, verfluchen, irgendwelche Sachen zerstören, aber es trotzdem weiterspielen. Ne, ich möchte mit Spaß meine Videos produzieren und wenn mich irgendetwas stört und nervt, dann ändere ich es und werfe es aus meinem Leben und ich denke, dass deshalb kein World Tour Commander kommen wird. So, das war meine Meinung. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Sorry, dass jetzt hier am Ende so ein bisschen Black Screen ist. Tut mir leid, ich bin auf eure Meinung gespannt. Ich bin raus. Gut, Schuss, euer Commander. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.